Hallo bei Glückskinder, der Podcast für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder. Ich bin Yvonne George, Diplom-Sozialpädagogin, Bindungspädagogin und Traumapädagogin. Ich begleite dich bei deinem Familienabenteuer. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich Sabrina Weimann zu Gast. Sie ist Sozialpädagogin und hat eine Weiterbildung zur entwicklungsfördernden Neonatalbegleitung gemacht. Was das ist und wie die besonderen Bedürfnisse von Frühgeborenen und deren Eltern sind, das erzählt sie uns in dieser Folge. Sie gibt uns spannende Einblicke über die Bindungsqualitäten und was ein frühgeborenes Baby besonders braucht und worauf Eltern von frühgeborenen Babys achten können, um die Bindung zu fördern und um die Beziehung zu fördern und um in dieser herausfordernden Zeit Unterstützung zu geben. Das erfahrt ihr in dieser Folge und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, hallihallo, liebe Sabrina, ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo Yvonne, danke für die Einladung, ich freue mich auch sehr. Du hast ganz viele spannende Themen mitgebracht und ganz viel interessanten Content und ich bin schon mega interessiert daran, was du uns zu erzählen hast. Würdest du dich vielleicht gerne mal selber vorstellen, bevor wir in den Deep Dive gehen sozusagen? Ja, gerne. Also ich bin 27 Jahre alt, habe vor ein paar Monaten mein Masterstudium in der sozialen Arbeit abgeschlossen, habe davor auch im Bachelor Soziale Arbeit studiert und ja, habe mich in letzter Zeit eben sehr, sehr viel mit dem Thema Frühgeborene und deren Familien beschäftigt und habe da im letzten Jahr auch eine Zusatzausbildung noch gemacht, die sich entwicklungsfördernde Neonatalbegleitung nennt. Und das ist inzwischen so meine Spezialisierung in dem Feld und ich freue mich, dass ich jetzt auch im Februar dann beim Bundesverband das frühgeborene Kind mit einsteigen kann in das Team und dort dann auf dem Sektor ein bisschen mit dem wissenschaftlichen Bereich, aber auch in der Praxis letztendlich tätig werden kann. Wow, mega spannend. Würdest du vielleicht für die HörerInnen mal erzählen, was es bedeutet, was die Neonatalbegleitung bedeutet? Ja, also Neonatalbegleitung an und für sich ist ja erstmal die Begleitung von kranken Neugeborenen oder Frühgeborenen, also wenn man jetzt auf die Klinikstation schaut. Und diese Zusatzqualifikation, die ich gemacht habe mit der entwicklungsfördernden Neonatalbegleitung, da geht es eben ganz stark darum, dass nicht nur das Frühgeborene, wo ich jetzt heute ja den Fokus drauf setze, deshalb beschränke ich es jetzt mal da drauf, begleitet werden, sondern auch das Familiensystem mit in den Blick genommen wird. Also es geht darum, dass man sich um die biologische, die psychologische und die soziale Seite mit kümmert und da eben schaut, wie kann jetzt auf der einen Seite medizinisch interveniert werden, dass das Frühgeborene sich eben möglichst gut entwickelt, dass aber eben auch geschaut wird, wie geht es den Eltern jetzt beispielsweise auf der Station, wenn sie mit der zu frühen Geburt konfrontiert sind und wie ist das soziale Netz von den Eltern. Also da sind ganz, ganz viele Faktoren, die damit betrachtet werden und mit reinspielen. Und prinzipiell geht mit der entwicklungsfördernden Neonatalbegleitung auch total einher, dass ganz viele Berufsgruppen vertreten sind. Also natürlich die medizinischen Fachkräfte in der Klinik an und für sich, dann aber eben auch Psychologen, Psychologinnen, Sozialpädagogen, Sozialpädagoginnen, dann aber auch Physiotherapeuten, Therapeutinnen, Ergotherapie, ganz, ganz viele verschiedene Disziplinen, die da zusammenkommen. Kommen und schauen, dass eben individuell und was für deinen Podcast ja auch ganz interessant ist, eben bedürfnisorientiert ja im Team zusammengearbeitet werden kann. Was aber auch wichtig ist, dass die entwicklungsfördernde Neonatalbegleitung langfristig ausgelegt ist. Also optimalerweise geht diese Begleitung über den Klinikaufenthalt hinaus, weil Frühgeborene ja haben auch eine Anfälligkeit für Verhaltensauffälligkeiten oder Entwicklungsverzögerungen. Und da ist es natürlich wichtig, dass jetzt nicht nur in einem Klinikaufenthalt von wenigen Wochen zu begleiten, sondern da eben auch langfristig ja mit unterstützen zu können. Mhm. Was im Moment ja teilweise finanziert wird im Rahmen von Nachsorge,
Einrichtungen wie zum Beispiel den Bunten Kreis. Ja, also das wäre dann einfach so für die Langfristigkeit eine Möglichkeit, die mit hinzuzuziehen. Aber das ist noch nicht in allen Städten, ne? Gerade im ländlichen Kreis, auch oft noch nicht vertreten, leider. Ja, wie lange ist es denn angelegt, ungefähr die Eltern zu begleiten? Jetzt die Nachsorge an und für sich, da geht es darum, 12 Stunden bis 20 Stunden im Nachhinein noch zu begleiten. Und das machen in der Regel Schwestern, die die Eltern schon von der Station auch kennen, teilweise eben auch Sozialpädagogen, Pädagoginnen, und teilweise ist noch weiteres Personal mit dabei. Also oft wird da im Tandem gearbeitet. Und das ist wieder ein wichtiger Punkt von der sozialen Arbeit, dass es ja um die Vernetzung geht, wo dann eben geschaut werden kann, dass weitere Maßnahmen zum Beispiel noch in einem SPZ, in einem sozialpädiatrischen Zentrum, aufgefangen werden oder die frühen Hilfen dann mit ins Boot geholt werden. Das sind dann eben auch Möglichkeiten, wo eben die soziale Arbeit das Vernetzungswissen hat, dass die Eltern dann eben auch wissen, wo sie sich hinwenden können und wo sie eben doch noch Schlupflöcher finden, wenn sie eigentlich denken, okay, jetzt läuft unsere Nachsorge aus, aber eigentlich fühlen wir uns noch total überfordert oder bräuchten eigentlich noch was für unser Kind. Da sind noch Ängste, Unsicherheiten und ja, das sind alles Möglichkeiten, die da noch bestehen. Ja, und es ist ja auch wichtig, ne, dass die Eltern da auch viel Sicherheit bekommen und viel Wissen und Know-how, gerade mit diesem speziellen und besonderen Thema. Weil Frühgeborenen haben ja auch noch mal mehr Bedürfnisse. Lass uns doch da direkt mal reinsteigen. Was sind denn jetzt die besonderen Bedürfnisse von der frühgeborenen Babys? Ja, also es hängt natürlich ganz davon ab, wie viel zu früh ein Kind jetzt geboren ist. Und zwar ist es so, dass eben jedes Kind, das vor der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt kommt, gilt als frühgeboren. Und heutzutage ist es wirklich so, dass die Grenze der Lebensfähigkeit, was man sich erstmal vorstellen muss, so zwischen der 22. und 24. Schwangerschaftswoche liegt. Also fast halb so viel, wie eine eigentliche normale, in Anführungszeichen, Schwangerschaft jetzt dauert. Und ja, dann ist es auch tatsächlich so, dass Kinder, die zwischen der 32. und 36. Schwangerschaftswoche geboren werden, die gelten sogar als späte Frühgeborene. Also wenn man jetzt denkt, oh, ein Kind ist 8 Wochen zu früh gekommen, dann ist es ein spätes Frühgeborenes. Und ja, sehr unreif geborene Kinder, die sind eben zwischen der 28. und 31. Schwangerschaftswoche geboren. Und extrem unreif geborene Kinder sind vor der 28. Schwangerschaftswoche auf die Welt gekommen. Also da wird gar nicht so nach dem Gewicht eingeteilt, sondern tatsächlich eher so nach der Zeit, wann das Kind zur Welt gekommen ist. Und ja, ich finde es auch super spannend, dass Kinder, die mit 400 Gramm zur Welt kommen, das muss man sich auch vorstellen, das ist weniger als eine 0,5 Liter Flasche Wasser. Die haben heutzutage eine Überlebenschance von 50%. Da hat sich gerade in den letzten Jahren natürlich auch in der Medizin sehr, sehr viel getan. Und ja, das ist schon mal wahnsinnig, ja, kann auch aufmuntern oder positiv für die Eltern sein, wenn sie wissen, oh, es könnte sein, dass mein Kind zu früh geboren wird, dass sogar die Kleinsten der Kleinen heutzutage eine sehr, sehr gute Überlebenschance haben. Und es eben, ja, ich fand es ganz interessant, als ich auf einer Neonatologiestation hospitiert habe und unter den Schwestern dann gesagt wurde, ach ja, das Kind ist nur 8 Wochen zu früh gekommen. Und die Eltern waren total schockiert und hatten Angst, Panik und alles. Und die Schwestern haben erstmal nur mit den Schultern gezuckt, so ungefähr. Ach, das ist doch gar nicht dramatisch. Also da ist es natürlich wichtig, auch zu schauen, wie kann sich in die Eltern hineinversetzt werden und da auch einen sensiblen Umgang zu etablieren. Ja, aber jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgewichen. Es ging ja um die besonderen Bedürfnisse. Auf jeden Fall ist es so, dass die zu früh geborenen Kinder natürlich mit wahnsinnig vielen Reizen erstmal konfrontiert sind, die sie nicht hätten, wenn sie noch im Mutterleib wären. Einmal ist es im visuellen Bereich
der Uterus, der fängt ganz, ganz viel Licht ab. Also es ist tatsächlich so, dass nur 2% vom Lichteinfall in den Mutterleib eindringen. Mhm. Und ja, wenn man jetzt auf der Neonatologiestation ist und als Frühgeborenes liegt, dann ist die Lichtintensität dort 50 bis 200 Mal so groß. Mhm. Also das ist natürlich ja immens, wenn man sich das jetzt vorstellen würde, wenn ein Tag für uns 50 Mal so hell wäre. Daher ist es wichtig, dass auf der Neonatologiestation ja die Lichtverhältnisse angepasst werden, dass es abgedunkelt ist, dass darauf geachtet wird, dass jetzt eben ja kein Sonneneinfall ist oder irgendwas dergleichen. Dann ist es natürlich auch die auditive Stimulation. Ab der 22. Schwangerschaftswoche können die Kinder schon hören. Und im Uterus ist so ein Gespräch circa mit 40 Dezibel zu verorten. Und auf der Neonatologiestation sind teilweise bis zu 120 Dezibel. Also das ist auch wieder eine vielfache Menge. Und deshalb ist es auch da wichtig, darauf zu achten, dass man eben nicht zu viel Lärm auf der Neonatologiestation hat. Da gibt es auf ganz vielen Stationen inzwischen auch so ein, ja, das ist so ein Ohr, das grün oder rot leuchtet auf der Station, je nachdem, wie der Lärmpegel im Moment eben ist, wo sich die Pflegekräfte und das Personal und die Eltern dran orientieren können, okay, ob es jetzt eben zu laut ist. Dann nächster Punkt ist Geschmack. Im Uterus nehmen die Kinder nur das Fruchtwasser auf und haben die natürliche Umgebung der Mutter. Und jetzt werden sie auf der Neonatologie plötzlich mit Desinfektionsmittel, Krankenhausgeruch, ist, glaube ich, für niemanden angenehm, konfrontiert, bekommen dann eventuell, wenn es nötig ist, noch eine Sonde. Und das sind natürlich auch viele Faktoren, die den Start ins Leben so ein bisschen oder nicht nur ein bisschen sehr herausfordernd machen. Mhm. Und in den ersten 72 Stunden ist ein Frühgeborenes tatsächlich für jede einzelne Berührung extremst schmerzempfindlich. Also da ist es so, dass 90% aller Berührungen als schmerzhaft empfunden werden, weiß man heutzutage. Ganz früher. Kurze Frage, ist es auch, wenn die Babys dann liegen auf der Unterlage, ist es dann auch schon schmerzhaft? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja auch ein unangenehmes Gefühl dann, ne? Dieses, so schwimmst du ja im Fruchtwasser als Baby, so, ne? Und auf einmal bist du mit der Schwerkraft konfrontiert und liegst auf dieser Unterlage. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt, wo auch schon viel mit geforscht wurde, viel überlegt wurde, wie man die Lagerung, sagt man da so in der Fachsprache, den Begriff finde ich nicht so schön, aber wie man es den Kleinen möglichst gemütlich in Anführungszeichen machen kann. Und ja, ich habe in der Fortbildung in erster Linie mitbekommen, dass es sehr, sehr wichtig ist, den Kindern einmal eine Begrenzung zu geben, was auch ein wichtiges Bedürfnis ist, dass sie wissen, sie sind nicht haltlos. Mhm. Weil die Muskeln ja auch noch nicht so gut ausgebildet sind und sie selbst noch nicht das Gefühl haben, dass sie sich festhalten können. Und Schwerkraft ist was Ungewöhnliches zunächst mal. Und ein wichtiger Punkt ist hier natürlich auch das Känguruhen, wo die Kinder eben optimalerweise auf die nackte Brust von der Mutter oder dem Vater oder was vor Corona zum Glück schon öfters gemacht wurde, jetzt zur Zeit, das ist ein bisschen eingeschlafen, ich weiß nicht, wie es inzwischen auf den Stationen ist, aber auch Geschwisterkinder, dass die Frühchen denen auf die nackte Brust gelegt werden. Und ja, das ist eine wahnsinnig effektive Methode, die für beide Seiten, sowohl die Eltern als auch für das Kind, ganz, ganz viel Positives bringen. Auf der Elternseite ist es, dass sie Selbstwirksamkeit ja erfahren, weil es ist ganz schwierig für viele Eltern, wenn sie sehen, sie können ihr Kind nicht versorgen. Sie pumpen zwar vielleicht als Mutterteil Milch ab, aber ansonsten obliegt die Pflege
eben in vielen Punkten in Pflegekräften. Ja. Und sie haben das Medizinische nicht unter Kontrolle. Sie können nichts tun, wenn jetzt der Monitor plötzlich ausschlägt. Und wenn die Eltern Känguruen, erfahren sie aber, ach, ich kann ja doch was für mein Kind tun. Und das ist eine Methode, die wirklich nicht zu unterschätzen ist. Ich finde es immer wieder ja faszinierend, was das Känguru einfach für positive Effekte hat, weil es auch die Bindung ganz, ganz stark positiv beeinflusst, weil dadurch, dass beide Kuschelpartner sozusagen Oxytocin abbekommen, diesen Botenstoff, der einfach Glücksgefühle, Zugehörigkeit, Bindung auslöst. Mhm. Dadurch ist es eine wahnsinnig wertvolle Erfahrung für beide Seiten. Und ja, ich hatte in der Fortbildung hatten wir einen Dozenten, der in Salzburg, die sind teilweise sehr weit mit ihren Konzepten. Mhm. Die haben eine sehr, ja, NIDCAP heißt diese besondere Form der Neonatalbegleitung. Wie heißt das? Kannst du nochmal wiederholen? NIDCAP. NIDCAP. Genau, ja, kann ich gerne auch unten mit verlinken später. Gerne, ja. Ja, und er zum Beispiel hat gesagt, dass sie teilweise Sehtests oder Blutabnahmen, sämtliche medizinische Interventionen auf der Brust von den Eltern vornehmen und das sowohl positive Effekte für die Eltern als auch für die Frühchen hat. Ja, also zum Beispiel das ist zum Beispiel auch der Herzschlag vom Frühchen wird niedriger, wenn er auf der Brust der Mutter liegt oder des Vaters oder des Geschwisterkinds. Generell ist eine wahnsinnige Stressreduzierung zu erkennen bei Kindern, die auf der Brust liegen. Als du das vorhin erzählt hast, was diese ganzen Einflüsse mit so einem Frühgeborenen machen, also da bin ich ja selber schon in Stress gekommen, so, ne? Innerlich, das ist also so ein, muss ja wirklich ganz, ja, also es ist schwierig sein für so ein Baby, diese ganzen Reize auszuhalten. Und da ist ja was, wo das Baby eine Entlastung erfährt, ne? Indem es einfach diesen Körperkontakt spürt und diese Sicherheit und auch den Geruch. Also das ist ja nochmal was ganz anderes, ne? Du hast diesen Geruch, den menschlichen Geruch, dann die Wärme. Ja, der Geruch ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den wir ja vorhin auch schon kurz hatten. Und die Kinder, und das ist auch eine Sache, die ja nicht nur auf Frühchen zutrifft, aber Kinder profitieren gerade in den ersten Lebensmonaten, Lebensjahren auch wahnsinnig vom elterlichen Geruch, und der sollte jetzt optimalerweise auch nicht überparfümiert oder irgendwas dergleichen sein, sondern es sind genau die Eltern, die Geschwisterkinder pur, die dem Kind einfach wahnsinnig viel geben, die zum Beispiel auch gut sind, wenn das Kind zum Beispiel in Brustwarzen, Mundkontakt zur Mutter ist und Muttermilch trinkt, dann hat es auch ganz viele positive Faktoren für die, fürs Immunsystem. Mhm. So rum jetzt, fürs Immunsystem. Und ja, da sind auch ganz viele wertvolle Stoffe mit drin, die unter anderem sogar Krebszellen vernichten. Und ja, das Muttermilch und Känguruen geht für mich so miteinander einher ein Stück weit, auch wenn es natürlich zu trennen ist, beziehungsweise einzeln zu betrachten ist. Ja. Und ja, aber wie sieht es in der Praxis aus mit dem Känguruen? Also wie viel Möglichkeit haben die Eltern, das durchzuführen? Wie viele Stunden am Tag ist das umsetzbar? Ja, also es wird empfohlen, so 2 bis 3 Stunden Minimum am Tag. Mhm. Und ja, also ich kann natürlich jetzt erstmal nur von der Station reden, die ich mitbekommen habe. Ja. Da war es leider noch so, dass die Zeiten, wo die Eltern kommen konnten, begrenzt waren. Das nimmt aber auch immer mehr ab. Also eigentlich wird es immer mehr gang und gäbe, dass die Eltern wirklich rund um die Uhr kommen können. Und ja, theoretisch liegt es da auch ein großes Stück weit an den Eltern. Wie viel bringen die mit? Wie gehen sie auf ihr Kind zu? Und da ist es auch ganz, ganz wichtig, wieder mit den Eltern eben
in Kontakt zu gehen und zu schauen, wenn jetzt ein Elternteil zum Beispiel nie kommt, dass man da mal hinterfragt, warum ist das denn so? Sind da vielleicht irgendwelche Ängste, die blockieren? Und gibt es da eigentlich schon ein großes Bedürfnis? Oder was wäre denn eine Möglichkeit, den Schritt auf das Kind zu erleichtern? Da spielt halt wirklich wieder die entwicklungsfördernde Neonatalbegleitung eine ganz, ganz große Rolle. Ja. Ja. Jetzt kommen natürlich dann im Aufbau von einer sicheren Bindung ganz viele Faktoren hinzu, die bei Frühgeborenen nochmal den Aufbau einer sicheren Bindung erschweren. Mhm. Und das ist zum Beispiel, dass die Frühgeborenen oft am Anfang von der Mutter getrennt werden. Zum Beispiel, wenn medizinische Komplikationen sind oder auch wenn es ein Kaiserschnitt war und dass die Eltern vielleicht auch, ja, oder so sind sie ja nicht rund um die Uhr in der Klinik. Und das ist dann natürlich auch nochmal ein ganz großer Unterschied, der jetzt den Beziehungsaufbau zwischen Eltern und Kind erschwert. Und was könnten Eltern noch machen, um da eine Sicherheit zu bekommen oder um diese Bindung eben zu stärken? Ja, in erster Linie ist es tatsächlich wirklich so, das Känguruen und für das Kind da sein. Also das sind für beide Seiten wahnsinnig wichtige Komponenten. Und ja, auf der einen Seite mit sich selbst in Verbindung zu bleiben, was ich auch immer super wichtig finde, dass man dem Kind eine Verlässlichkeit entgegenbringt, eine Konstanz und eben auch die fürsorgliche Zugewandtheit. Ja, jetzt war natürlich das große Interesse, ob eine Frühgeburt einen Risikofaktor für die Beziehungs- oder Bindungsqualität darstellt. Und da wurde eben rausgefunden, dass sie das tatsächlich nicht tut. Also es sind im Schnitt gleich viele Kinder sicher gebunden, wenn sie früh geboren sind, wie wenn sie eben termingerecht zur Welt gekommen sind. Und dann hat sich die Wissenschaft so Gedanken gemacht, warum könnte das so sein? Und da sind sie eben auf den Punkt gekommen, dass es ganz viel mit der elterlichen Feinfühligkeit zusammenhängt. Ob das Kind jetzt sicher gebunden ist oder nicht. Also wenn die Eltern sehr, sehr feinfühlig auf ihr Kind eingehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine sichere Bindung ausgebildet wird, um einiges höher. Was in diesen Überlegungen oder nicht Überlegungen, sondern Forschungen aber rausgefunden wurde, ist, dass relativ viele Kinder desorganisiert gebunden sind. Und da wurde sich dann auch wieder gefragt, warum könnte das so sein? Und da ist dann aufgefallen, dass viele von diesen Kindern neurologische Schäden hatten oder eben sehr stark medizinisch eingeschränkt waren und so eine richtige Kontaktaufnahme eben super, super erschwert war. Mhm. Und es dann gar nicht in erster Linie an der Bindung oder Beziehung zur Mutter oder dem Vater lag, sondern eben wirklich aufgrund der medizinischen Defizite vom Kind. Mhm. Und das wäre dann auch durch Feinfühligkeitstraining wieder zu fixen, weil das ist ja auch so, dass das Gehirn ja auch sich immer weiterentwickelt, ne? Und man jetzt nicht sagen kann, nur weil jetzt am Anfang des Lebens vielleicht bestimmte Faktoren schwierig waren, dass dann sozusagen der Zug abgefahren ist und ich kann jetzt nichts mehr machen als Elternteil, sondern auch da noch mit Feinfühligkeitstraining auch nachgereift werden kann, ne? Also das Kind nachreifen kann und da auch wieder eine sichere und stabile Bindung existieren kann, ne? Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Wie können Eltern feinfühlig auf ihre Kinder eingehen und dadurch die Bindung aufrechterhalten oder verstärken oder vertiefen? Ja, also Feinfühligkeit ist vielleicht wichtig, das erstmal ein bisschen zu erläutern, was damit einhergeht. Und zwar ist es einmal, dass so die Signale von den Kindern wahrgenommen werden, ist Schritt 1. Mein Kind schreit, ich nehme das wahr und interpretiere dieses Signal dann auch richtig. Was jetzt natürlich nicht heißen muss, dass ich immer sofort richtig interpretieren muss, dass mein Kind jetzt gerade Hunger hat, wenn es schreit, oder dass es müde ist, wenn es schreit, aber da eben in Kontakt zu treten mit dem Kind und zu wissen, was
kann ich in dem Moment jetzt tun? Und ja, mit der Zeit lernt man sein Kind ja auch immer besser kennen und merkt dann vielleicht, dass es unterschiedliche Schreimuster hat oder unterschiedlich auf sich aufmerksam macht, muss jetzt nicht immer das Schreien sein. Und dann ist es natürlich noch angemessen und zeitnah zu reagieren, was jetzt, glaube ich, auch schon mit durchgekommen ist. Das sind so die drei Faktoren, die bei Feinfühligkeit einfach eine sehr große Rolle spielen. Mhm. Und ja, in so Feinfühligkeitstrainings, da habe ich auch mal so ein Training mit rausgesucht, das jetzt im Jahr ist schon ein Weilchen her, aber 2000 wurde das von, ich habe es mir aufgeschrieben, von Brown, McLeod und Smith Sharp ins Leben gerufen. Das ist das First Training, das Family Infant Relationship Support Training, heißt es lang ausgeschrieben. Und da wurden eben 6 Schritte konzipiert, wie Eltern den Beziehungsaufbau zu ihrem Frühgeborenen gezielt fördern können. Und da ging es in erster Linie darum, mal die Umgebung anzupassen, also die Punkte, die wir vorhin auch schon hatten, eben nicht zu viele Reize zu setzen, weil die Frühgeborenen da eben sehr reizanfällig sind und sehr schnell Stress dadurch empfinden. Dann, dass eben für ein geeignetes Timing gesorgt wird, wo eben auch wieder individuell auf das Kind geschaut wird, was braucht mein Kind denn jetzt gerade in diesem Moment. Ja, dann auch der Punkt Kontinuität, dass ich verlässlich als Bindungsperson für mein Kind da bin. Dann die Selbstregulationsversuche des Babys zu unterstützen. Da hatten wir zum Beispiel mit auf den Weg bekommen, dass Kindern ja hilft, was wir auch von Reifgeborenen wissen, zum Beispiel am Daumen zu lutschen, die Möglichkeit zu geben, oder was Kindern vom Handling her auch gut hilft, ist in den ersten Lebensmonaten, dass man ihnen die Bauchlage ermöglicht. Das ist auch ein Punkt, der sie unterstützt, ihre Welt nochmal anders wahrzunehmen. Dann ja eben Unterstützung von Bewegungsversuchen, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Eltern Frühgeborener sind häufig am Anfang unsicherer und denken vielleicht, oh, passe ich lieber nochmal mehr auf, nachdem mein Kind jetzt so einen schwierigen Start hatte, schaue ich lieber, dass ich übervorsichtig bin, aber da halt wirklich zu schauen, dem Kind angemessene Bewegungsmöglichkeiten zu geben und darin auch zu unterstützen und dann gerade nach der Zeit auf der Neonatologiestation ist es super wichtig, dass man schaut, dass man die Schlaf-Wach-Zyklen ja irgendwie sondern gezielt managt, dass man schaut, wie kann ich mein Kind unterstützen, da in einen Rhythmus zu finden und eben nicht mehr kreuz und quer entweder aus dem Schlaf gerissen zu werden oder halt diese dauerhaften Lichtverhältnisse oder eben gerade zu schauen, okay, vielleicht mein Kind, das ist jetzt von der Neo gewohnt, vielleicht braucht es jetzt gerade tatsächlich die ganze Zeit Lichteinfall, auch um zu schlafen. Also das sind alles Punkte, wo man sehr bedürfnisorientiert, individuell mit den Eltern dann gezielt in solchen Trainings drauf schaut. Ja, es klingt nach einer sehr herausfordernden Situation auf jeden Fall. Und ich möchte die Eltern jetzt, die das hören und die es betrifft, auch wirklich ermutigen, sich da Hilfe und Unterstützung zu holen. Wir würden auch unter dem, also entweder ihr habt auf YouTube jetzt gerade den Podcast an oder je nachdem auf Spotify, wo auch immer, würde ich unten auf jeden Fall noch verlinken. Das, was du gerade gesagt hast, dieses Training, das würde ich auf jeden Fall nochmal verlinken, dass sich die Eltern dann nochmal informieren können und dann hast du sicherlich auch noch weitergehende Tipps, wo sich Eltern hinwenden können, um Unterstützung zu bekommen. Ja, gerne. Ja, da würde ich auch einfach noch ein paar Links dir mitgeben, die du auch in die Shownotes unten reinschreiben kannst. Ja, auf jeden Fall, das mache ich. Und was ich auch noch empfehlen kann, ist das Buch von Karl-Heinz Brüsch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Safe, sichere Ausbildung für Eltern. Das ist jetzt nicht explizit auf frühgeborene Babys, sondern da geht es um Kinder von Lebensjahr 0 bis 3.
Und da geht es auch nochmal um die ganzen Bindungsarten und Bindungsaspekte. Das ist auf jeden Fall auch ein Buch, was ich sehr wärmstens empfehlen kann. Und da gibt es auch Kurse und Workshops zu dem Thema, wenn ich mich nicht irre. Ja, ist auf jeden Fall sehr wichtig, sehr empfehlenswert, dieses Thema. Und ich denke auch, dass einiges, was jetzt heute in dem Podcast vorgekommen ist, sich ja nicht nur auf Frühgeborene allein runterbrechen lässt, sondern auch ganz viel Positives, Wertvolles für Eltern, die jetzt kein Frühgeborenes, sondern ein termingeborenes Kind zur Welt gebracht haben, dabei ist. Definitiv, auf jeden Fall. Hast du denn noch abschließend ein paar Impulse für Eltern, die jetzt gerade betroffen sind, beziehungsweise vielleicht hören das jetzt auch gerade Eltern oder Fachkräfte, die andere Menschen kennen, die gerade betroffen sind? Was hast du da für Tipps noch und oder Impulse? Ja, also ich denke in erster Linie versuchen, sich nicht verrückt zu machen mit all der Informationsflut, die es gibt. Weil letztendlich sind doch das einfache Dasein für das Kind, was total simpel ist, ist letztendlich mit die wirksamste Methode. Mhm. Da kann man sich noch so viele Mittel oder Hilfsbücher, Selbsthilferatgeber oder auch professionelle Ratgeber oder Studien oder alles Mögliche anhören. Und viel, viel wichtiger ist, glaube ich, in erster Linie die Zeit mit dem Kind zu verbringen. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist als Elternteil, wenn es nötig ist, holt euch Unterstützung. Es ist wirklich keine Schande oder irgendwas dergleichen, wenn man sich Unterstützung holt. Sich Unterstützung zu holen, muss auch nicht heißen, dass man sich diese holt, wenn gerade schon der Planet komplett am Brennen ist. Mhm. Lieber zu früh Unterstützung holen, ist wirklich hilfreich. Und wenn es nicht im professionellen Kontext ist, dann gerne auch in Selbsthilfegruppen oder im Freundeskreis, in der Familie. Das sind ganz wichtige Punkte. Ihr seid damit nicht alleine. Es gibt Unterstützung. Und ja, ich denke, das ist noch eine ganz wichtige Botschaft, gerade auch nach den vielen Punkten, die wir jetzt heute durchgekaut haben. Ja. Es gibt viel, aber letztendlich geht es darum, da zu sein. Mhm. Superschön. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview und für den ganzen wertvollen Content, den du heute geteilt hast mit den HörerInnen. Danke, dass du da warst und ja. Danke, gerne. Bis bald. Ciao. Ja, wenn du diese Folge jetzt gehört hast und merkst, du brauchst Unterstützung, du bist in einer Situation, wo du allein nicht weiterkommst oder du kennst auch jemanden, die oder der in einer solchen Situation ist, dann scheu dich nicht, mich zu kontaktieren, entweder über die sozialen Medien, wie zum Beispiel bei Instagram oder Facebook. Die Links dazu findest du in den Shownotes oder per E-Mail an kontakt@yvonnegeorge.de. Dir hat die Folge gefallen? Unterstütze mich gerne, indem du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalässt und folge mir auf Instagram @yvonnegeorge.de. Damit hilfst du mir, auch weiterhin wertvolle, kostenlose Inhalte für bedürfnisorientierte Eltern und starke Kinder bereitzustellen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.